Tim Burtons. Hallo Leute und willkommen zu den 100 Abonnenten Special LP The Nightmare Before Christmas Oogie's Revenge. Ja, wie gesagt, dieses LP wird jetzt halt kommen, so für meine 100 Abonnenten, Leute. Und ja, Leute, wir machen jetzt mal ein neues Spiel. Zack. Wir spielen auf normal. Welcome to Halloween Town. Wer nicht bekloppt? Dieses Spiel gibt es auch wieder sehr viele Zwischenszenen, bei denen ich die Fresse halten werde. It was a long time ago. Longer now than it seems. In a place that perhaps you've seen in your dreams. For the story that you were about to be told took place in the holiday worlds of old. Now you've probably wondered where holidays come from. If you haven't, I'd say it's time you begun. Another magnificent Halloween, Jack. This year's Halloween was the most horrible yet. Thank you, everyone! Something's missing. There's got to be a way to make Halloween more hideous, more terrifying, more frightening. Ah, this can't go on. You've got to do better, Jack. A new Halloween? A fresh, new, and improved Halloween, Doctor. After last year, we can't just do the same old thing. We should all be inspired to do something different. We need new scares, new ideas, new discoveries. New discoveries, eh? I think I have just the kind of thing you're talking about. I call it the soul robber. Pick, Jack. I'm sure it will come in handy. Oh! Hmm. Amazing! Exactly, Doctor, exactly! That settles it. I'll head out in search of more new discoveries for next year's Halloween. Oh, Doctor, please watch after things while I'm away. Oh, now I'm certainly looking forward to next Halloween. Jack's leaving town. Now we can bring back Oogie. Yeah, how hard can it be? I hope this finds you, Jack, wherever you are. Kapitel 1, Jack ist zurück. So, was ich sagen muss, halt, was ich sagen muss, bevor ich das Spiel wirklich starte, außer dass es viele Zwischenszenen gibt, wo ich stillschweigen werde. Ich glaube, Marktplatz, Springbrunnen. Jetzt kommt schon wieder die nächste.
Strange. The town's deserted. Hmm. Oh! I don't believe we've met. I'm Jack. Jack Skellington. What? You're not from Halloween Town, are you? So, und nun, Jack ist zurück nach Halloween Town. Und irgendwie scheint das nicht zu stimmen, Leute. Select-Taste einmal. Da, damit ist das Menü, mit dem wir halt so, unser Hilfemenü. Na komm. Mit der Viereck-Taste schnappt ihr ein Ziel und zerrt Wirbels durch Nuss und Dorn herum. Siehe den Malma. Wirbel einen Feind herum, versuche Feinde mit der Nähe zu treffen, wenn eine Kombo draus wird. Dreieck-Taste ist halt normal angreifen, Seelensturm. Wirf den Seelenfänger eine Glücksspirale, damit Jack auf höhere Stellen springt. Also eigentlich eine D-Attacke und Kürbisanzeige. Kürbisanzeige sind unsere Leben, das will ich schon mal sagen. So, Seelenfänger und hier sehen wir unser Menü. Eine, die Flasche da, hat doch keine Bedeutung, hat, ja, wird mal schon erklärt. Diese blaue Tropfen, das sind sozusagen besondere Seelen, und der Schädel daneben ist auch was Besonderes. So, Menü können wir jetzt abbrechen. So, und da wollen wir gleich mal die Gegner zerschrotten. Okay, vier geht ganz normal ein Angriff, das stand, zack. Noch haben wir nur so einen Doppelangriff. Na komm. Na gut, okay, diese Münzen dort, Geld. Zack, zack. Zack, noch haben wir nur einen einzigen, so ein Dreier-Kombo eigentlich. So, mit drei Gegner aufgeladen haben. So, können wir den Gegner packen und einen Wirbelsturm verursachen. Wir haben gerade eben noch diese Außenverzeichnungen gesehen, die haben auch nochmal spezielle Bedeutung. Mit der Drehattacke können wir auch automatisch Münzen einsammeln, die sich hier daneben finden. Oder allgemein, wenn wir Münzen draufhauen. Gut. Und jetzt kommen wir in der Zwischenszene. So, es ist öfter und wird nochmal während des Spiels halt so Zwischentexte kommt, das zum Beispiel jetzt. Und da wird auch ein bisschen Sachen erklärt. Derzeit werde ich aber trotzdem noch sprechen, keine Sorge. So, jetzt haben wir hier die blaue Seele und dadurch wird das Soul Rubber verstärkt. Zack, damit können wir halt länger Zeit diese Attacke da einsetzen. Sondern dann die Seele noch blau ist, zack, der Soul Rubber noch in einer blauen Farbe ist. Wir können das Ding halt auch manuell einsetzen. Aber naja, ist sicherlich immer notwendig. Ja, na gut, ab und zu aber schon. Ah, daneben. Und ja, es ist ein etwas anderes Let's Play von mir, weil ihr seht schon, es ist kein Rollenspiel, es ist ein Action-Jump'n'Run. Ich glaube, so kann man es am besten bezeichnen. So, und zack. Na gut, die blauen Seele hat es so weit nichts gebracht, weil wegen, keine Gegner mehr. So, wir haben alle Gegner besiegt und jetzt kommen wir da durch. Und ja, ihr habt gerade gehört, Oogie Boogie hat sich gemeldet und er hat in der Zeit, wo Jack weg war, hat er Halloween Town übernommen. Furcht, Angst und Schrecken haben wirklich Oogie Boogie zurückgeholt. In der Zeit, wo... Someone's inside. Okay, jetzt habe ich Jack bis ins Wort gequatscht. Entschuldigung, Jack. So, halt in der Zeit, wo Jack weg war, um ein neues Halloween zu erschaffen, haben Furcht, Angst und Schrecken Oogie Boogie zurückgeholt. Da vorne haben wir die drei Herr, oh Gott, wie heißt der noch? Die drei Mr. Hyde. Wie ist Wasserfall ein Halloween gemacht? Möchtest du das Wasser zurück? Ja. Ich habe gerade das in die Kristallpulle getan. So, dieses Wasser heilt uns. Denn die Kürbisanzeige sind unsere Leben. Und in der Kristallflasche können wir halt sozusagen uns heilen. Wow. Und jetzt tauchen halt überall hier in Halloween Town diese Skelette auf. So, sie wir aber zum Glück noch, zum Glück sind sie halt nicht allzu stark. Noch. Später werden sie stärker, die sind sicher. Zack, zack und juhu! Und es geht ja auch darum, eine gute Kombo in, also in dem Spiel, hier müssen wir halt vieles achten. So, zum Beispiel auch, da glaube ich's. Wir müssen auf mehrere Sachen gleichzeitig achten. Also, das will ich aber nach, ne, der wird sagen. Ein Tor hängt am Brief. Lesen? Ja, das ist der Brief von Sally, den ihr vorhin geworfen hat. Jack, in deiner Abwesenheit habe ich eine Versammlung einberufen und die Stadt plant jetzt das schreckliche Halloween aller Zeiten.
Ach, ist ja vom Bürgermeister. Wenn du diesen Brief liest, wird Halloween Town ein Hort des Grauens sein. Sei versichert, das nächste Halloween wird dich nicht enttäuschen. Von November, am 15. November vom Bürgermeister. Ja, das, lieber Bürgermeister, lief wohl nicht ganz so wie geplant. So, das ist halt Jacks Haus, da können wir jederzeit hin, so ein Ort der Ruhe. Da können wir aber nach Ende dieses Kapitels hin, ich werde es halt später nochmal zeigen. So, wow, das macht sicher Spaß. Dann werden wir jetzt auch mal mit den drei Mr. Hyde reden. Also mit Ötten hier. Warum sage ich die drei Mr. Hyde? Das hat einen ganz speziellen Grund. Ja, ich kann ja schon mal... Nee, wird alles später erklärt. So, mit dem möchte ich jetzt gerne reden. X. I'm not making any more traps. Oh, Jack, it's you. What exactly happened while I was gone? Lock, Shock and Barrel sewed Oogie back together again. Bugs, bags and all. Oogie is back. Dr. Finkelstein proposed a plan for the next Halloween. He said you wanted a dangerous Halloween, so we organized one to make you happy. He said if we didn't, you might never come back. Do you think using ghosts and skeletons to hurt people is my idea of a good Halloween? We just wanted you to come back. We set up booby traps all over the place. But then hordes of ghosts and skeletons appeared out of nowhere, attacking everyone. Soon it wasn't even safe to be on the streets. This is a disaster. I've got to find the doctor. Jack, I want to help too. Let me record your story so it's not lost. Don't forget. Save it now. Or risk doing it again. Jawohl, die drei Mr. Hyde sind unser Speicherpunkt. Und da werden wir gleich einmal speichern. Welchen Maroon-Versteckplatz? Ja, wie ihr sehen könnt, natürlich hat das Spiel schon längst einmal durch. Warum habe ich hier zwei Karten? Na, was soll's? Zack. Jack is back, Springbrunnen. So, und dann wollen wir gleich mal hier in die Hütte rein. So, erstmal wieder die Select-Taste. Was kriegen wir denn jetzt hier? Mal sehen. Ah ja, übrigens, die verschiedenen Bewohner aus Halloween Town sind auch hier drin. Ihr seht wahrscheinlich jetzt schon die Silhouetten. Kinderleiche, Furcht, Angst und Schrecken, der Behemoth, Igor, der Galgenbaum, die vier Vampirbrüder und die drei Hides. Und dann halt Stadtbewohner, Halloween Town, halt verschiedensten kleinen Informationen. Halloween Town ist die Heimat der furchtbarsten und nettesten Geister in unserer oder jeder anderen Welt. Wenn es hier nachts kreucht und fleucht, dann sind es wahrscheinlich die Freunde des Kürbiskönigs. Und Oogie. Der Herr des Ungeziefers hat versucht, den Nikolaus abzumurksen und Jacks Kürbiskopf wegzupusten. Jetzt ist er zurück, um Nägel mit Köpfen zu machen und bedient sich dabei mit Hilfe von Furcht, Angst und Schrecken. So wie, letztes Mal vielleicht? So. Liebe Leute, dann gehen wir jetzt einmal hier durch diese Tür dort und ich werde eine weitere Besonderheit in diesem Let's Play euch zeigen. Ich sage mal so viel, ich werde an einigen Stellen dieses Let's Plays wirklich gar nichts sagen und ihr werdet auch gleich sehen, warum. Huh? What's this? Jake! You better give up surrender now!
in it. That's what you think. But you couldn't be more wrong. And this is the last time you hear the boogie sound. They're all under my control. I see you're pretty proud of all your arms. But I can say you'll rule this town only in your dreams. Funny Jack, it was a dream, but now it's coming true. Cause even I wrong, Pumpkin King! What have you done to my friends? Well, well, well! Jack, the Pumpkin King! Finally made it, huh? Oh, my friend! Ready? 3, 2, 1. Let's go! I see you're pretty proud of all your dreams. But I can say you'll rule this town only in your dreams. Funny Jack, it was a dream, but now it's coming true. Cause even I'm the Pumpkin King. Pretty tough for a vegetable. Doesn't make you king. You better give up surrender now, huh? Fixing everything. That's what you think. But you couldn't be more wrong. And this could be the last time you I see you're pretty proud of all your movies. But I can say you'll rule this town only in your dreams. That's funny, Jack. It was a dream, but now it's coming true. Cause even I'm That's the Halloween holiday door. Now, what in the world is that doing here? Und somit erobern wir die Halloween-Feiertagstür. Was hat das zu bedeuten, Leute? Tja, das werden wir noch bald erfahren. Aber erstmal Abschluss von Level 1. Kapitel 1, meine ich.
Am Ende eines jeden Kapitels gibt es eine Bewertung, die wir jetzt hier sehen. Erst einmal Zeit. Also, wie schnell man war. Gut, ich habe 15 Minuten gebraucht. C. Combo. Ich habe einen S dafür gebraucht, weil ich hohe Combo gemacht habe. Ich habe nur 4 Schadenpunkte bekommen und der Ausrufezeichenwert. Die Gegner kann man nicht erschrecken, das ist dann so ein Ausrufezeichenwert. War ziemlich hoch. Und wir warten hier einen Rang und damit kriegen wir insgesamt einen Rang A, weil 3 mal S und C. Gut, ich fahre ein bisschen langsam, aber das ist das Problem, wenn man halt noch wenig Schaden verursacht. Wir können den Soul Rubber natürlich später noch aufrüsten. So, je höher der Rang ist, desto mehr Geld bekommen wir. Und diesmal werden wir ein... Du bekommst es, wenn du alle Rang A oder Ränge A oder besser sind. Das heißt also, wenn ich jetzt auch noch schneller bin, bekomme ich halt eine Figur. Ja, man kann dieses Spiel rein theoretisch auch zu 100% machen. Ich werde dies allerdings nicht tun. Es wird ein reines Wochenendprojekt. So, bin die Tasse rücken. Nächster Kapitel, neuer Versuch. Kapitelauswahl, Jacks Haus. Da können wir zu Jacks Haus gehen und uns Videos ansehen, wieder anhören. Und ganz anderen Scheiß auch. So, ich werde aber erstmal viel Spiel speichern und ich werde jetzt das Play so machen, es wird ein Part immer sonntags kommen und ich werde die Parts so lange machen, wie ich einen Kampf, wie bis zum nächsten Boss. Das kann natürlich immer ein bisschen unterschiedlich lang dauern, wie ihr sehen könnt. Das Spiel hat 24 Kapitel und das hat alle immer auf Zeit basieren. Dauern sie in der Regel halt nicht lange. Beziehungsweise gibt man besser und schnell genug zu sein. Diese 17 Stunden, das liegt daran, weil ich das halt sozusagen da versuche, bei meinem normalen Spielstand mache ich gerade 100% Rush. So, dann erstmal hier, Jack is back, speichern. Und liebe Leute, ich hoffe, dieser erste Part hat euch gefallen. Und wie gesagt, im nächsten Part geht es dann halt zum nächsten Teil von Halloween Town und zum nächsten Boss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr es wollt und euch traut. Ha ha!